Was Besonderes erwarten, deswegen bin ich schon sehr gespannt. Ich freue mich total, weil ich wirklich weiß, es wird natürlich schöne Mode gezeigt, tragbare Mode, die ich total mag. Aber es ist auch immer irgendwo eine Überraschung dabei, irgendwas Besonderes, was einem in Erinnerung bleibt. Ich erwarte, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie man die letzte toppen soll. Es ist schon sehr, sehr, sehr gut. Und es ist auch eine der einfach besten Shows. Ich finde die Kollektionen auch immer sehr überraschend und ich freue mich halt immer auf dieses Gesamt. Also ich liebe auch so Details, ich liebe dann die Frisuren, welchen Schmuck oder gar keinen Schmuck ausgewählt. Ich liebe das Make-up, ich gucke so auf alles und finde das einfach ein Genuss. Also das ist Mädchentraum und schön. Sehr aufgeregt, weil ich eigentlich die ganze Zeit denke, jetzt müsste gleich die Probe losgehen und ich bin ein bisschen gestresst, weil ich nicht weiß, wann ich laufe, wie ich laufe und überhaupt. Aber es wird sich zeigen, habe ich mir sagen lassen. Ja, das Motto der Show Silk Road Souvenirs beschäftigt sich mit dem alten Handelsweg der Seidenstraße. Wir fanden das ein wunderschönes Symbol für den Austausch der Kulturen und den Mix der Kulturen, die unterschiedlichen Inspirationen und wir finden es einfach ganz toll, damit eine Geschichte zu erzählen. Es gibt ganz reiche Stoffe, die von alter Handwerkskunst inspiriert sind. Es gibt aber auch fließende Seiden, es gibt tolle Prints. Es wird ein sehr, sehr vielfältiger Mix werden. Zum Mix der Kulturen passt natürlich besonders gut, dass wir einfach auch nicht an den üblichen Models präsentieren oder nur präsentieren. Es wird einfach Plus-Size-Models geben, es wird farbige Mädchen geben, es wird kleine Mädchen, es wird tätowierte Mädchen geben. Also es wird wirklich auch in dieser Hinsicht einfach ein kultureller Austausch stattfinden. Sehr auf die Show, es ist meine erste Show, also ich bin das erste Mal bei der Fashion Week und dann natürlich noch bei meiner Freundin, der Geschäftsführerin von Riani. Mehr geht nicht, ich sag nur, wenn ich eine Frau wäre, ich würde Riani tragen. Wann geht's los? Wir warten noch auf den amerikanischen Botschafter. Oh mein Gott. 3 Minuten, Overtime. Ich sing Diamonds von Rihanna. Boah, es wird jetzt. Je länger ich hier stehe, desto mehr wird's.
war ziemlich wunderbar. Jetzt hören wir mal auf die Reaktionen bei der Aftershow-Party, aber es hat echt Spaß gemacht. Ja, und es toll. Ist bum, 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 ja. bum, bum. Das war absolut cool. Das ist Adrenalin pur. Das macht tierischen Spaß. Ich hätte noch eine Stunde weiterlaufen können. So. Das ist ja richtig cool. Und dann mit diesen Supermodels hier. Wahnsinn. Da kann ich ja meinen Enkelkindern davon erzählen. Das ist ja wirklich eine super Situation gewesen. Mehr ging ja hier nicht. Cool. Riani, vielen Dank. Sehr nice. Hat so Spaß. Tolle Musik, tolle Sachen, tolle Models, ja. Tolles Thema. Wunderschön, ja. Wirklich. Ich finde es gerade Gänsehaut. Ganz gut. Toll. Also, ein super bunter Mix von allen. Es war natürlich ein bisschen orientalisch, ein bisschen afrikanisch. Die Farben waren wunderbar, von grün bis blau, mit Blumen auch. Ich würde sagen, auch ein bisschen so dieses Türkische war auch drin. Also, Kollektion super, der Auswahl der Models einmalig. Super, hat mir sehr gut gefallen. Also, wie gesagt, ich bin jedes Jahr froh, hier zu sein und kann ich nicht verpassen. Mir hat das Wechselspiel von den Mädchen, von den Models sehr gut gefallen, dass wir den Mut hatten, auch mal die größeren, etwas vollschlanken Damen die Chance zu geben, über den Laufsteg zu gehen. Wir sind total happy. Ist genau das, was wir erreichen wollten, haben wir erreicht. Wir haben die Leute berührt, tief im Herzen berührt. Wir waren selber tief berührt, wirklich vom ersten Moment bis zum Schluss. Genau das, was wir wollten. Das ist jetzt unsere sechste Show, die wir machen. Ist immer eine anstrengende Arbeit mit viel Engagement vom Design, von unserer PR-Abteilung, in der Spitze auch meine liebe Frau, die da sehr viel einbringt. Ich möchte mich bedanken bei allen, die da beteiligt waren.